Hallo Berlin! Hallo Hanfparade! Seid mir willkommen, ihr Freundinnen der Pflanze Hanf. Herzlich willkommen, ihr Cannabis-Patientinnen. Willkommen euch Nutzern-Fans und ganz besonders willkommen allen, die Haschisch und Marihuana als Genussmittel schätzen. Ich begrüße euch zum jährlichen Familientreffen der deutschen Legalisierungsbewegung. Herzlich willkommen zum Hochamt der Gegner des Hanfverbots. Herzlich willkommen zur 26. Hanfparade. Meine Fresse, was für Zeiten. Noch vor einem Jahr habe ich euch an dieser Stelle gesagt, was ich seit 20 Jahren wieder und wieder gepredigt habe, dass die Legalisierung von Cannabis keine Frage des Ob, sondern des Wann ist und dass das Wann der Legalisierung von Cannabis vor allem davon abhängt, was wir tun, wie wir handeln, wie wir wählen. Und dann, bumm, auf einmal ändern sich die Zeiten. Und wir haben heute eine Hanfparade, wo der Bundesdrogenbeauftragte der Bundesregierung sprechen wird. Und wir haben eine Mehrheit für die Legalisierung in unserem höchsten Parlament. Deutschland diskutiert nicht mehr, ob Cannabis legal wird, sondern wie Cannabis legalisiert wird. Und das ist nicht der Verdienst irgendwelcher Politiker oder irgendwelcher verbeamteten Bedenkenträger. Das ist euer Verdienst, denn ihr habt die Arbeit gemacht in den letzten 25 Jahren. Dass die Legalisierung vom Cannabis jetzt im Koalitionsvertrag steht, ist die Arbeit, die wir in einem fucking Vierteljahrhundert geleistet haben. Vielen Dank dafür. Mittlerweile hat es sich bis zu den Politikern rumgesprochen, was wir schon vor 25 Jahren wussten, nämlich, dass Hanf eine extrem wertvolle Nutzpflanze ist, ohne die die Geschichte der Menschheit nicht erzählt werden kann. Ein Segen, keine Bedrohung. Dass diese Pflanze Quell nebenwirkungsarmer, jahrtausende alter Medizin ist, die Schmerzen lindert, Fieber senkt, Entzündungen hemmt. Und dass es ein Fehler war, diese Medizin den Menschen hierzulande 50 Jahre vorzuenthalten. Last but not least, dass aus dieser Pflanze verhältnismäßig risikoarme, verträgliche Genussmittel gewonnen werden. Und dass es nicht falsch ist, Haschisch, Marihuana, Konzentrate, Kekse, irgendwelche Edibles zu konsumieren. Es ist nicht falsch, Cannabis zu nutzen. Das ist, was uns vereint. Egal, ob wir jung sind oder alt, ob wir reich sind oder arm, ob wir aus dem liberalen Berlin kommen oder aus dem dunkeldeutschen, bierseligen Bayern. Wir sind die Hanfparade. Wir wollen die vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Und wir wollen sie jetzt. Dafür sind wir heute hier. Dafür legen wir uns jeden Tag mit Politikern an, wenn die Scheiße über Cannabis erzählen. Dafür bleibt in Deutschland kein Lügenbericht über Cannabis mehr unwidersprochen. Vielen Dank dafür, insbesondere an den Weedmob, der sich seit Monaten jeden Tag aufmacht, um diese Welt ein kleines bisschen handfreundlicher zu machen. Und diese Arbeit ist leider bitter nötig. Denn auch im August 2022 ist Cannabis in Deutschland noch immer verboten. Alle 141 Sekunden wird in Deutschland eine Cannabiskonsumentin verhaftet. Noch immer werden Wohnungstüren eingetreten und wird mit Taschenlampen in Ärsche geleuchtet. 500 Strafverfahren jeden verdammten Tag. Noch immer sind wir nicht am Ziel. Cannabis steht immer noch drin. Drin im dümmsten Gesetz der Geschichte der Bundesrepublik. Drin im Betäubungsmittelgesetz. Drin im BTMG. Und Cannabis muss raus aus dem BTMG. Denn trotz all der Regierungsankündigungen und trotz tausendfach Hashtag Wann Buberts legal geht die Verfolgung weiter.
werden weiter Lebensläufe zerstört, werden weiter Lebensträume vernichtet. Und wofür? Für ein falsches Verbot, von dem wir schon vor 25 Jahren wussten, dass es abgeschafft gehört. Cannabis muss raus aus dem BTMG, damit die Stigmatisierung der Konsumentin endet. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit nicht der Geldbeutel oder die Krankenkasse entscheiden, wer die lebensrettende Medizin hält. Cannabis raus aus dem BTMG. Für mehr Hanf auf die Felder zum Wohl unserer Wälder. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit die Polizei sich um richtige Verbrechen kümmern kann. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit nicht die Mafia, sondern die Bürgerinnen vom deutschen Hanfmarkt profitieren. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit mein Grower Steuern bezahlt. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit mein Dealer eine Krankenkasse kriegt. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit auf den Joints endlich draufsteht, was drin ist und wie viel. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit wir unser Gras zu Hause selbst anbauen können. Cannabis raus aus dem BTMG. Damit wir verlässliche Qualität im Laden kaufen können, statt Gesundheitsrisiken im Stadtpark einzugehen. Cannabis raus aus dem BTMG. Für wirksamen Jugendschutz. Cannabis raus aus dem BTMG. Gegen Streckmittel und Abzocke auf dem Schwarzmarkt und Gepansche mit synthetischen Cannabinoiden. Cannabis raus aus dem BTMG. Weil es nicht falsch ist, Haschisch und Marihuana zu genießen. Cannabis raus aus dem BTMG. Weil Hanffreunde nicht in den Knast gehören. Cannabis raus aus dem BTMG. Weil wir weniger nicht akzeptieren werden. Cannabis raus aus dem BTMG. Weil es genau das ist, was Legalisierung bedeutet. Cannabis raus aus dem BTMG. Dafür sind wir heute hier. Nicht länger, weil das Wann legalisieren in weiter Ferne liegt, sondern weil wir viel schwierigere, viel wichtigere Fragen haben. Wir wollen heute gemeinsam diskutieren, wie wir Cannabis legalisieren wollen. Und dieser Job ist wirklich knifflig. Euer Job ist heute wirklich knifflig. Denn ihr müsst sehr genau zuhören und mitdenken und nachdenken und das alles gleichzeitig und den ganzen Tag. Denn heute wird man versuchen, euch zu verarschen. Es werden hier Menschen auf der Bühne stehen, die versuchen, euch für dumm zu verkaufen, die euch hinhalten wollen, die irgendwelche Probleme erfinden und Ängste aufbauschen, nur damit sie sagen können, es sei wahnsinnig kompliziert, Cannabis zu legalisieren. Aber das stimmt nicht. Alles, was es braucht, ist der Mut, das historische Unrecht Hanfverbot auf dieser Bühne vor den Augen der Welt ein Unrecht zu nennen. Alles, was es braucht, ist der menschliche und politische Mut. Euch, Menschen, die 50 Jahre lang verfolgt, verurteilt, diffamiert, stigmatisiert, ausgegrenzt, verletzt wurden, euch ins Gesicht zu schauen und den Mut zu haben, diesen Satz zu sagen. Cannabis raus aus dem BTMG. Nochmal, wer dieses Land von einem großen Unrecht befreien will, wer Millionen Menschen mit einem Federstrich gesünder und freier machen möchte, wer es ernst meint mit dem Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik, der muss in der Lage sein, diesen Satz auf dieser Bühne zu sprechen. Cannabis raus aus dem BTMG. Könnt ihr das? Wollt ihr das? Kriegt ihr das hin, diesen Satz mit Überzeugung zu sprechen, damit sie ihn hören, die Blinats und die Kapatgontats und all die FDP-Ferengis, die sich heute nicht hierher trauen? Seid ihr bereit, diesen magischen Satz jedem ins Gesicht zu schleudern, der immer noch zögert, der immer noch versucht, uns hinzuhalten, der uns immer noch die Polizei auf den Hals setzt? Sagt das mit mir, Cannabis raus aus dem BTMG! Lasst diesen Satz heute unseren Schlachtruf sein. Cannabis raus aus dem BTMG.
Denn wir sind die Hanfparade. Wir wollen die vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Und dafür gibt es nur einen Weg. Cannabis raus aus dem BTMG. Aber das wollen nicht alle, die heute hier sprechen werden. Und deshalb müssen wir jetzt noch was üben, was uns Cannabiskonsumenten in der Regel etwas schwerer fällt. Wir müssen üben, wütend zu werden. Wir, oder besser ihr, müsst heute jederzeit in der Lage sein, eure Wut herauszuschreien. Ein längst toter Papst hat einmal gesagt, die Vernunft kann sich der Dummheit mit größerer Kraft entgegenstellen, wenn ihr der Zorn dienstbar zur Hand geht. Lasst uns den Zorn heute dienstbar zur Hand nehmen. Habt ihr Wut in euch? Fühlt ihr die Verfolgung? Dann schenkt mir mal ein zorniges Buh! Ist das alles? Ich dachte, ich bin auf der Handparade. Ihr klingt wie ein verwackter Kindergarten. Richtig mit Hass in der Brust. Auf drei. Eins, zwei, drei. Buh! Lauter, zorniger. Die Polizei fickt alle 2,5 Minuten einen eurer Freunde. Was sagt ihr da? In Bayern tritt das SEK Wohnungstüren ein, weil es nach Cannabis riecht. Was sagt ihr? Die FDP-Ferengis wollen euch den Eigenanbau verbieten, nur damit ihre Kumpels von der Apothekenmafia das Geschäft machen. Was sagt ihr? Für die Grünen ist jeder, der hier steht, ein verkappter Süchtiger. Was sagt ihr? Denen wäre es am liebsten, wenn kein Mensch auf dem Planeten mehr kifft. Was sagt ihr? Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung wird in 2 Stunden auf dieser Bühne stehen. Und er hat nichts für euch, nicht mal warme Worte. Keine Legalisierung, kein Gesetzentwurf. Noch nicht mal eine Entkriminalisierung hat diese Bundesregierung in 9 Monaten geschafft. Und diese Bundesregierung vertritt Blinert, wenn er nachher hier steht. Wenn dieser Drogenbeauftragte auf die Bühne geht und euch etwas vom Paradigmenwechsel erzählt, was sagt ihr? Diese Wut, meine ich, die brauchen wir heute. Schmeckt sie, sammelt sie, tragt sie auf der Zunge, schreit sie raus, wenn es nötig ist. Denn wir sind die Hanfparade. Wir wollen die vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Wir wollen Cannabis raus aus dem BTMG. Nochmal, Cannabis raus aus dem BTMG. Und einmal noch, Cannabis raus aus dem BTMG. Mein Name ist Steffen Geier, ich bin heute euer Versammlungsleiter und erkläre die Hanfparade hiermit für eröffnet. Danke. Ja, vielen Dank, Steffen. Wollen wir es nochmal zusammen üben, bevor ich das Programm ankündige? Was ist Cannabis soll wohin? Cannabis soll? Vielen Dank, vergesst das nicht. Das ist das Motto für heute, ganz wichtig. Und ich habe die Ehre, heute durch diese historische Hanfparade zu führen. Historisch natürlich deshalb, weil es die erste Hanfparade ist, auf der klar ist oder zumindest angekündigt ist, dass das Cannabisverbot aufgehoben wird. Und wir stehen natürlich hier, damit wir auch sehen, dass das richtig umgesetzt wird. Denn wie der Steffen schon gesagt hat, da läuft nicht alles gut, was gerade am Laufen ist. Es gibt sehr wenig Ergebnisse und was wir auch nicht vergessen dürfen, es sitzen immer noch eine Menge Leute in Tegel ein, es sitzen immer noch eine Menge Leute in deutschen Justizvollzugsanstalten ein, weil sie ein gewaltfreies Cannabisdelikt begangen haben. Ja, die können heute leider nicht hier sein und da möchte ich nochmal, dass wir die alle zusammen grüßen mit unserem Slogan, Cannabis raus aus dem BTMG. Und die Leute raus aus dem Knast. So,